Na, nicht reingucken vorher. Sag mal, hinstellen da jetzt. Da guckt er einfach da vorher rein. So, hier. Oh ja. Das zweite Paket. Hey Leute, hier sind wieder Benny und Larissa vom Aquaristenkanal. Und eurem Online-Shop für die natürliche Aquaristik. Tag 2. Tag 2, also, neue Deko. 2. Dezember, würde ich mal sagen. Ja. Zeit, den Adventskalender zu öffnen. So, auf. Der war gar nicht zu. Schauen wir mal rein. Ein. Tada! Union Star Wormfeeder. Oh, da steht sogar noch ein Preis dran. Was ja, hat das die zu bedeuten? Sind nicht mehr aktuell. Es schiebt das mal zu dir rüber, dann kannst du die Sachen. Kann ich die besser hier, zeigen? Okay. Genau, die hier sind, kannst du dann okay. Hier vorne hinlegen. Also, wir haben hier so ein typisches Wormfeeder, finde ich witzig. Also, es ist so ein Kunststoffteil, was auf der Oberfläche schwimmt. Mhm. Und da ist jetzt der in dem Oberfläche? Fall, ja, okay. Vom Wasser. Und dann kannst du hier mit einem Saugnapf das Ding noch an der Scheibe befestigen, wenn du nicht willst, dass es die ganze Zeit rumkreiselt. Ach so, damit es an der Scheibe. Und hier oben rein kannst du dann in dem Fall eben Würmer tun, die dann hier so durchwandern langsam und die Fischchen können die dann hier unten runter raus schnabulieren. Oder wenn es halt runterfällt, dann da. Also praktisch nicht. So ein Einhängeding mit Löchern, wo die ja. Langsam durchwandern. Ah, ja. Okay. Mhm. Da sollten wir wohl mal dafür sorgen, dass wir bald auch Würmer irgendwie. Welche Würmer kann man denn da wunderbar reintun? Das wäre jetzt für. Also die klassischen bekannten Würmer sind natürlich Tubifex, also Schlammröhrenwürmer, die ich jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen würde, weil die halt ja, aus der Natur gesammelt werden. Ach so. Ja. Und relativ. Also man weiß nicht, aus welchen Gewässern die kommen. Man munkelt, dass es relativ stark belastet ist. Und da sind häufig auch andere Tierchen dabei, die man nicht unbedingt im Aquarium haben möchte. Dann gibt es gut gezüchtet. Bekannt als Black Worms, bei uns sind es Glanzwürmer. Ach, das sind die, die wir auch manchmal unten haben, die, ne? Die wir auch öfter mal ja. In irgendwelchen Becken haben oder ich auch schon mal verfüttert habe und auch im Becken teilweise züchte, weil die Viecher sie nicht auffressen. Genau, die gehen super als Futtertiere. Es gibt auch noch kleinere, Dero Digitata, da kriegen wir auch ab und zu mal die Frage, wie ist ein ganz kleines Würmchen bei uns irgendwie in den Pflanzen, was kann das gewesen sein? Ja, die haben wir auch irgendwann mal als Futter hier verwendet und die leben fort in den Becken, werden aber auch von Garnelen gefressen, weil die noch kleiner sind. Mhm. Man könnte aber wahrscheinlich auch da irgendwie Grindal, Encheträhen, kleine Mückenlarven, irgendwie sowas. Ja gut, vielleicht jetzt nicht gerade schwarze, die immer an der Oberfläche hängen, aber alles, was irgendwie nach unten geht. Also kleine Chironomidenlarven würden dann genauso gut durchgehen. Ja, ist eigentlich ganz witzig, dass halt ein bisschen konzentrierter ist, wenn man jetzt nicht Fische hat, die sich die ganze Zeit verprügeln und nur der Stärkste da drunter sitzt und warten, bis das Futter kommt, dann ist das, denke ich, eine gute Sache. Ja, und das ist auch wahrscheinlich ein bisschen langzeitiger, als wenn man einfach alles da reinschmeißt, ne? So ist es. So, ja. Steige ich mal nochmal hier rein. Oh, das ist Better Gold. Hier ein Futter. Mal sehen, ob es auf ist, weil manche von denen haben wir geöffnet. Nein, das ist nicht offen. Doch, das ist offen. Das ist offen. Oh, genau, okay. Also das ist anscheinend eins von denen, die wir gekauft haben, um zu testen, ob sie denn gut sind. Better Gold war, glaube ich, nicht das, was wir... Jetzt sage ich was Falsches. Nee, das haben wir auch einfach mitbekommen. Als wir was bestellt hatten, was wir ausprobieren wollten, war das mit drin. Genau, weil wir jetzt beta-mäßig ja eigentlich keine Hochzuchtblätter oder sonst was hier haben. Aber du wolltest dir das trotzdem, glaube ich, genau, ich wollte es mir angucken, weil es ist eigentlich ein sehr schönes Granulat. Viel kompakter als das, was wir so haben. Aber ja, wir haben gedacht, wir haben eh Granulat als Fischfutter, auch ein bisschen feineres. Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Ja, wir zeigen es da gleich Das sind irgendwie so 1 mm. Korngröße, sage ich mal, oder wahrscheinlich ein bisschen kleiner. Ja, für Better eben ganz gut. Es steht noch dabei, dass es ganz besonders für siamesische Kampffische ist, aber andere Kampffische fressen es ganz genauso. Genau, extra super Premium-Food, damit wir hier schöne Farben kriegen. Muss man jetzt nicht nur Betters füttern, andere Fische in dieser Größe werden das genauso fressen. Garnelen auch? Klar, Garnelen fressen alles. Okay, Schnecken auch? Schnecken auch. Also auch fürs Gesellschaftsaquarium? Was genau, ja. Also halt von der Größe her, wenn man jetzt irgendwelche Babyguppies hat, die können das natürlich nicht fressen. Aber ja. Ist, denke ich, ganz nett. Könnten wir jetzt auch hier einfach mitverfüttern. Aber wenn man schon sowas hat, wenn man das mal ausprobieren will, warum nicht? Ja. Und was haben wir noch? Ein großes Fläschchen. Und zwar ist das JBL Biotopol. Ich kann das immer so schlecht aussprechen, die Namen von denen. Biotopol wird es wahrscheinlich richtig ausgesprochen. Biotopol. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Es ist jedenfalls Wasseraufbereiter, bereitet Leitungswasser schnell zu biotopgerechtem Aquarienwasser auf. Aha. Schützt fühlbar Schleimhäute, Kiemen, Haut und Flossen. Für jeden Wasserwechsel neue Aquarien. Neutralisiert sofort giftige Schwermetalle und Chlor. Vitamin B-Komplex schützt vor Stress mit Aloe Vera Schutzwirkung. Oh! Da kriegt man ganz seidig glänzende Fische von. Genau. Sie kann es weich anfühlen. Genau. Was natürlich wirklich interessant ist, hier hinten ist auch so ein witziges kleines Diagramm. Also gegen Chlor und Schwermetalle, also wer da irgendwie viel Angst vor hat, da kann ich das tatsächlich sogar verstehen, wenn man sagt, beim Wasserwechsel, ich habe da Angst vor, weil, keine Ahnung, gerade eine neue Wasserleitung gelegt wurde oder so, mit Blei, Kupfer, wie auch immer. Da kann ich mir das schon vorstellen, dass man sagt, okay, ich habe da Angst vor, ich möchte, dass es irgendwie gebunden wird, hier sind irgendwelche Komplexe drin, steht das hier drin, was das genau ist. Könnte man da nicht theoretisch auch erst ein bisschen Wasser in den Eimer tun, das Zeug da reintun, damit das wirkt, ja, und dann das Wasser ins Aquarium, weil ich hätte irgendwie immer Bedenken, das gleich ins Aquarium zu tun, oder? Weil ja, dann bleibt das doch wird ja sowieso immer so gesagt, aber im Prinzip ist es egal. Aber es ist definitiv, steht hier extra drauf, Schwermetalle wie Kupfer, Blei, Zink und so weiter werden dauerhaft neutralisiert. Gefährliches Chlor und so weiter wird entfernt. Ja, genau. Also das ist, dafür finde ich es wirklich sinnvoll. Wie gesagt, mikrobiologisch und so weiter, weiß ich nicht. Auch hier schützt Kiemen, Haut und Flossen. Ja. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht ganz genau, was hier drin ist. Steht natürlich auch nirgendwo drauf. Aber es gibt da schon Pflegeprodukte für die Fische, die definitiv Morgen und Abend vorteilhaft sind. Wie gesagt, das habe ich jetzt auch nicht selbst dauerhaft getestet. Hatte auch das Glück, dass ich in unserem Leitungswasser nicht so die Angst habe, dass da jetzt großartig viele Schwermetalle drin rum schwimmen. Nein, gelöst sind natürlich. Aber genau, wer da irgendwie Bedenken hat oder gerade in Richtung Chlor, wie auch immer geht, ja, Schwermetalle, Chlor, das wäre jetzt mein Hauptpunkt, warum ich sagen würde, okay, das kann tatsächlich Sinn machen, da beim Wasserwechsel mal ein Schlückchen, ein winziges Schlückchen hinzuzugeben. Na, steht wahrscheinlich in welcher Dosierung, ne? Genau. Wenn man am Ende des Sommers seinen Chlorpool aus dem Garten nicht einfach entleeren will, sondern das Chlor noch vorher neutralisieren, um es dann in die Aquarien zu füllen. Das würde ich absolut sein lassen. Nein, aber ist, denke ich, ganz witzig. Ja, genau. Also haben wir doch wieder ein ganz nettes kleines Ding. Ja, also die, den hier natürlich nicht, der bleibt bei uns und der Stift auch nicht. Die drei Sachen sind in dem zweiten, naja, Türchen, Paketchen drinne. Ja, ihr wisst, denke ich, was zu tun ist. Falls nicht, wir haben es verlinkt hier oben, Infokärtchen-mäßig, ja. Das erste Video, was wir gemacht haben, wo wir alle Teilnahmebedingungen und sowas erläutert haben, hoffentlich. Und wir verlinken auch nochmal unten in der Beschreibung, machen wir nochmal so eine Kurzübersicht, was ihr jetzt machen müsst, um diese Sachen gewinnen zu können. Und ja. Viel Erfolg, würde ich sagen. Genau. Bis dahin. Tschüss. Morgen gibt es das nächste Türchen. Tütchen, Türchen, Kartönchen. Kartönchen.